Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, alle Untersuchungen zeigen, dass das Rauchen nicht nur negative gesundheitliche Auswirkungen für die Rauchende selbst, sondern im besonderen Maße auch auf die Personen in der Umgebung hat. Alle, die rauchen, müssen letztendlich selber entscheiden, ob sie sich den gesundheitlichen Risiken des Rauchens aussetzen wollen. In Gegenwart anderer Personen werden aber auch diese Mitleidenschaft gezogen. Dieses sogenannte Passivrauchen schädigt die Gesundheit auch der Nichtraucherinnen und Nichtraucher massiv. Diese negative Auswirkungen auf andere Menschen sind es, die das Rauchen von allen anderen Suchtformen unterscheidet. Das Deutsche Krebsforschungszentrum weist darauf hin, dass in Deutschland jedes Jahr rund 2150 Menschen an durch Passivrauchen bedingte koronare Herzkrankheiten und über 770 Menschen an einem passivrauchbedingten Schlaganfall sterben. Wissenschaftliche Studien belegen, dass sich das Risiko einer Lungenkrebserkrankung beispielsweise für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch Tabakrauch am Arbeitsplatz höher belastet werden. Ein konsequentes Nichtraucherschutz ist also dringend notwendig, auch in NRW. Das bestehende Nichtraucherschutzgesetz bietet hierbei keinen ausreichenden Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens. Die damalige schwarz-gelbe Regierung verabschiedete Gesetz im 2007 gibt keinen Schutz von Nichtraucherinnen und Nichtrauchern. Das bestehende Nichtraucherschutz NRW hat sich bisher durch die vielen Ausnahmeregelungen, gerade auch im gastronomischen Bereich, als untauglich herausgestellt, nichtrauchende Menschen beim Besuch gastronomischer Einrichtungen vom Tabakrauch und Tabak zu schützen. Häufig wird das Rauchverbot ignoriert oder auch als geschickte Nutzen der bestehenden Ausnahmeregelungen umgangen. Dies hat auch Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster im vergangenen Jahr deutlich gemacht. Wir Grünen begrüßen deshalb nachdrücklich, dass die rot-grüne Landesregierung nun eine entsprechende Novellierung des Nichtraucherschutzgesetzes vorgelegt hat. Dabei geht es nicht darum, das Rauchen zu verbieten, sondern die Bevölkerung in öffentlich zugänglichen Räumen wie den Gaststätten vor dem Passivrauchen und seinen gesundheitlichen Folgen zu schützen. Wir sehen in einem konsequenten Schutz vor dem gefährlichen Passivrauchen eine notwendige Schutzmaßnahme für die Bevölkerung. Meine Damen und Herren, die konsequentes Rauchverbot auch im gastronomischen Bereich stellt keine außergewöhnliche Einschränkung dar, die, wie vielleicht einige glauben mögen. Ein generelles Rauchverbot in allen gastronomischen Einrichtungen ist in etlichen Ländern Europas Alltag und längst üblich. Deutschland liegt derzeit im internationalen Vergleich zu den anderen europäischen Staaten gerade mal auf der 27. Platz, was Nichtrauchen angeht. Mit dieser Stärkung des Nichtraucherschutzes schaffen wir also für Nordrhein-Westfalen lediglich eine Situation, die in vielen anderen Staaten längst zum Alltag gehören. Es besteht allerdings nicht nur Nachverbesserung bei den Nichtraucherschutzregelungen für die Gaststätten, notwendig ist es auch, den Schutz von Kindern und Jugendlichen, wie Frau Ministerin hier vorgetragen hat. Aufgrund der Gefährlichkeit der Zigarette gerade für Kleinkinder darstellt, ist natürlich das vorgesehene Rauchverbot auf den ausgewiesenen Kinderspielplätzen ebenfalls ein konsequenter und richtiger Schritt, weil Tabak ist ein gefährliches Gift, besonders für Kleinkinder. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade aus der Bevölkerung haben wir in den letzten Monaten unzählige Zuschriften, Aufforderungen erreicht, die ein konsequentes Nichtraucherschutzgesetz fordern. Allerdings, als vielleicht vermutet,
wünschen sich auch viele Gastwirtinnen und Gastwirte eine einheitliche Regelung, da sie mit den Raucherkneipen nicht mehr konkurrieren können. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Abbasan? Nein, danke schön. Ich möchte den Zusammenhang bis zum Ende führen. Danach können Sie Ihre Fragen stellen. Es liegen Studien vor, die zu den Ergebnissen kommen, dass sich die Rauchverbot in den Kneipen, Restaurants und Diskotheken deutlich geringer auf die Umsatzentwicklungen Auswirkungen haben. Zu den Ergebnissen kommt beispielsweise eine Untersuchung des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung. Demnach führt Rauchverbot in durchschnittlich nur 2% weniger Umsatz. Die in vielen befürchtete Pleitewelle von Kneipen sei ausgeblieben. Eine aktuelle Entwicklung, das ist auch sehr interessant, Vergleich der Umsatzentwicklung in der Gastronomie in Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen zeigt sogar, dass Bayern, das Bundesland mit konsequentestem Nichtraucherschutzgesetz, die besten Umsatzdaten aufweist. In Bayern stieg der Umsatz im getränkegepflegten Gastronomiebereich in den ersten 9 Monaten 2011 7,2% gegenüber dem Vorjahr. In Nordrhein-Westfalen hingegen musste dieser Wirtschaftszweig einen Umsatzrückgang von 2,6% hinnehmen. Meine Damen und Herren, Gemütlichkeit und Rauchen gehören auch nicht zwangsläufig zusammen. Viele Nichtraucherinnen und Nichtraucher würden gerne auch eine Kneipe besuchen, möchten dabei aber nicht unbedingt passiv mitrauchen. Selbst immer mehr Raucherinnen und Raucher wünschen raucherfreie Gaststätten. Das neue Nichtraucherschutzgesetz macht nun Schluss mit den Ausnahmeregelungen und sieht ein generelles Rauchverbot in allen Bereichen vor. Und das ist auch gut so. Wir stimmen die Überweisung in den Fachausschuss und freuen uns auf eine konstruktive Fachdebatte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.